Wir schauen auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um die Verlängerung eines Auslandseinsatzes der Bundeswehr. Ganz genau, es geht um den Bundeswehreinsatz zur Bekämpfung des IS-Terrors mit Tornado-Aufklärungsjets, mit einem Tankflugzeug sowie mit Militärausbildern. Da beteiligt sich die Bundeswehr seit rund 4 Jahren an der Anti-IS-Koalition im Irak und in Syrien. Derzeit mit etwa 450 deutschen Soldaten, die dort im Einsatz sind. Der Einsatz gegen den IS, der war nach den Anschlägen von Paris im November 2015 beschlossen worden. Der Bundestag hatte entsprechend reagiert und Ende 2015 das Mandat der Bundeswehr zum ersten Mal beschlossen. Das Besondere an dieser Mission ist, dass es kein Mandat der Vereinten Nationen dafür gibt und auch keinen NATO-Beschluss. Begründet wurde damals die Entscheidung mit der UN-Charta, darin festgeschrieben, das Selbstverteidigungsrecht und der Beistandsklausel aus dem EU-Vertrag. Jetzt soll das Mandat verlängert werden, allerdings unterschiedlich. Hören wir jetzt aber erstmal den Bundesaußenminister Heiko Maas. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, ich kann mir heute große Lageanalysen sparen. Sie alle haben die Nachrichten der letzten Tage aus Nordsyrien verfolgt. Die Abzugsankündigung der Vereinigten Staaten, der türkische Militäreinsatz in seine humanitären Folgen, die Verständigung zwischen den USA und der Türkei auf eine Waffenruhe, der begonnene Rückzug der kurdischen Kräfte, das Vorrücken der Truppen des Regimes und schließlich vorgestern das Treffen von Präsident Erdogan und Präsident Putin in Sotschi, bei dem die jeweiligen Einflusszonen dann abgesteckt worden sind. Und natürlich, wir können nicht zufrieden sein, wenn diese Akteure einseitig Fakten schaffen. Und natürlich muss die internationale Staatengemeinschaft dazu eine Haltung einnehmen und Antworten liefern. Und bei aller Diskussion innerhalb der Bundesregierung über die Frage, ob eine Schutzzone eine Antwort sein kann, entscheidend ist im Ergebnis, worauf wir uns mit unseren internationalen Partnern in dieser Situation verständigen können. Darüber ist und darüber wird jetzt geredet, und davon wird abhängig sein, welche Pläne wir weiterverfolgen und welche nicht. Was wir jetzt aber auf jeden Fall unterstützen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und zwar noch intensiver, als das bisher schon der Fall gewesen ist, ist der politische Prozess unter der Führung der Vereinten Nationen. Und das gerät in der aktuellen Debatte etwas in den Hintergrund. Das ist das, was seit Jahren und Monaten auch wir zusammen mit unseren internationalen Partnern gemacht haben, etwa indem wir das Büro der syrischen Opposition in Genf mit viel Geld unterstützt haben und damit auch die Verhandlungen, die jetzt geführt werden, erst möglich geworden sind. Wir unterstützen den Sondergesandten der Vereinten Nationen, Patterson, politisch, finanziell und logistisch, weil wir davon überzeugt sind, dass seine Vorschläge und sein Weg, den er jetzt auch noch einmal beschrieben hat, der richtige ist und nur mit diesem Weg eine politische Lösung möglich ist und nur eine politische Lösung dauerhaft Frieden in Syrien schafft. Und mit der Einigung, der lang ersehnten Einigung auf die Einberufung eines Verfassungskomitees, in dem unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen aus ganz Syrien vertreten sind, haben wir endlich einen Schritt erreicht, der uns die Möglichkeit gibt, diesen politischen Prozess zu eröffnen. Und die erste Sitzung dieses Verfassungskomitees, die soll bereits in wenigen Tagen stattfinden. Und wenn das der Fall ist, wenn alle Beteiligten endlich an einem Tisch sitzen, dann ist das nichts anderes als die Eröffnung eines wirklichen politischen Prozesses zur Lösung des Syrien-Konfliktes. Meine Damen und Herren, ein herber Rückschlag ist allerdings ganz sicherlich die türkische Militäroperation im Wesentlichen gewesen, die in den vergangenen Tagen stattgefunden hat. Und auch das sei hier gesagt in aller Deutlichkeit, ausgelöst wurde sie durch eine Rückzugsankündigung der Vereinigten Staaten, die angekündigt haben, aus dieser Region ihre Soldaten zurückzuziehen. Herr Bundesminister, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Abgeordneten Hensel? Gerne. Heike Hensel für Die Linke. Ja, danke, Herr Außenminister, für die Fragemöglichkeit. Sie haben ja gerade erwähnt den Verfassungskonvent. Und ich glaube, es ist wirklich die wichtigste politische Initiative im Rahmen der Vereinten Nationen. Und Sie sagten, aus ganz Syrien sind dort auch Gruppen vertreten. Aber das Problem ist, dass die Kurden und Kurdinnen nicht am Tisch sitzen. Meine Frage,
Was können Sie dagegen tun? Denn das wäre ja das Wichtigste, dass es genau um die Region, um die es jetzt entscheidend geht und auch die aufgebaute kurdische Selbstverwaltung, dass das als ein Modell im Rahmen dieses Verfassungskonvents diskutiert wird. Und in welcher Weise setzen Sie sich dafür ein, auch gegen das Veto der Türkei, dass die Kurden und Kurdinnen hier an den Verhandlungstisch kommen? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich setze mich zum Beispiel dadurch dafür ein, dass ich unmittelbar nach der Debatte mit dem Sondergesandten der Vereinten Nationen, Herrn Pedersen, telefoniere, um genau diese Frage aufzuwerfen, was nämlich die Ergebnisse der Verhandlungen in Sotschi und was aber auch die Veränderung durch die Militäroffensive der Türkei in Nordostsyrien in dem Zusammenhang bewirkt haben und wie Fragen, die aufgeworfen sind bei über 160.000 Flüchtlingen, wie diese Frage auch im Verfassungskonvent eine Rolle spielen kann. Dass es überhaupt diesen Verfassungskonvent gibt und dass es eine Einigung gibt auf eine Liste von Namen, über die mehrere Monate gestritten worden ist, ist dennoch ein Erfolg. Und ich würde immer dafür plädieren, dass die Sitzung, die jetzt am 28. und 29. Oktober stattfinden soll, stattfinden wird, und zwar in der Besetzung, auf die man sich verständigt hat, das Fass nicht noch einmal aufmachen, aber dort auch die Kurdenfrage mit auf den Tisch zu legen. Meine Damen und Herren, und in den letzten Tagen und Wochen ist und gerade in den letzten Tagen einiges von uns zusammen mit unseren internationalen Partnern auf den Weg gebracht worden. Wir haben zum Beispiel zusammen mit den europäischen Partnern in den vergangenen Tagen zwei Dringlichkeitssitzungen des Sicherheitsrates einberufen. Und auch heute befasst sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf unsere Initiative mit der veränderten Lage in Syrien und vor allen Dingen in Nordostsyrien nach Sotschi. Und meine Damen und Herren, auch das will ich in aller Deutlichkeit sagen, das, was der Außenrat der Europäischen Union in der letzten Woche beschlossen hat, nämlich dass es einen EU-weiten Stopp von Waffenlieferungen an die Türkei gibt, ist eine wichtige und richtige Entscheidung gewesen. Es ist jedem unbenommen, darüber zu diskutieren, ob das ausreichend ist oder nicht. Aber ich will Ihnen einmal sagen, auch aus der Kenntnis, dort regelmäßig zu sitzen, so kurz, und zwar unmittelbar nach der türkischen Offensive in Nordostsyrien, die Europäische Union in einer solchen Frage zu einer geschlossenen Haltung zu bringen, halte ich für einen Erfolg, ob Sie das so sehen oder eben nicht. Und meine Damen und Herren, ich will auch sagen, dass der Außenrat, und das gerät so ein bisschen in Vergessenheit, dass der Außenrat sich in dieser Sitzung auch darauf verständigt hat, weitere Sanktionen in Betracht zu ziehen, wenn es keine dauerhafte Waffenruhe in Nordostsyrien gäbe. Und meine Damen und Herren, um auch das zu sagen, und weil es besser ist, nicht nur über jemanden zu reden, sondern immer besser ist, mit jemandem zu reden, werde ich am Samstag zu Gesprächen nach Ankara reisen und dort unter anderem mit dem türkischen Außenminister darüber sprechen, was unsere Erwartungen sind. Die kann ich hier noch einmal verdeutlichen. Die Waffenruhe muss eingehalten werden und die Zivilbevölkerung geschützt werden. Beim Umgang mit Flüchtlingen muss die Türkei internationales Recht einhalten. Und wir erwarten von der Türkei, wie allen anderen Beteiligten, dass sie gerade jetzt den politischen Prozess unter der Ägide der Vereinten Nationen unterstützen. Und damit würde nämlich erst die Voraussetzung dafür geschaffen, dass nach Jahren zäher Arbeit wir endlich bei der Umsetzung der Resolution 2254 der Vereinten Nationen weiterkommen, im Übrigen einer Resolution, die ganz maßgeblich von uns mit auf den Weg gebracht worden ist. Der zweite Ansatz, um den es jetzt gehen wird, ist der internationale Ansatz, und das bleibt die Anti-IS-Koalition. Denn eines hat sich im Chaos in Nordostsyrien in den vergangenen Tagen doch deutlich gezeigt: Das Terrorregime des IS ist nicht vollständig besiegt. Und es nutzt auch jetzt schon jede Uneinigkeit, jedes Machtvakuum sofort zu seinen Gunsten aus. In Syrien sind IS-Anhänger aus Camps und aus Gefängnissen entkommen. Die irakische Regierung hat mittlerweile große Sorge, weil erste IS-Kämpfer bereits in den Irak zurückgekehrt sind. Und in den Online-Netzwerken feiert der IS schon wieder seine Auferstehung. Herr Bundesminister, gestatten Sie eine weitere Frage oder Bemerkung der Kollegin gerne, Katja Keul? Ich würde das jetzt. Frau Keul, Entschuldigung. Natürlich, Frau Keul. Also, Katja Keul fragt für die Grünen.
anspringt. Ich erkläre hier gleich noch mal. Ich lasse auch während der Rede des Bundesministers nicht noch eine weitere Frage zu. Und ich lasse Fragen immer dann zu, wenn derjenige oder diejenige nicht schon im Plenum geredet hat oder noch reden wird. Okay. Das nur für alle noch einmal, da es heute wieder mal Fragen gab, wie die einzelnen Präsidentinnen und Präsidenten das handhaben. Das werden wir alle genauso im Laufe des Tages machen. So, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Sehr freundlich, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich hatte bisher in Ihrer Rede jetzt noch das Wort völkerrechtswidrig vermisst in dem Zusammenhang mit dem Einmarsch der Türkei. Und wir hatten darüber ja schon vor anderthalb Jahren den ein oder anderen Schlagabtausch hier im Plenum, als die Türkei in Afrin eingemarschiert ist. Und ich kann mich erinnern, dass Sie damals gesagt haben, ja, man muss das jetzt mal beobachten, wie lange das dauert. Vielleicht ist das dann auch irgendwann völkerrechtswidrig. Also jetzt in Afrin ist die Situation jetzt schon anderthalb Jahre länger, ein Dreivierteljahr. Würden Sie jetzt sagen, der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien ist völkerrechtswidrig? Sehr geehrte Frau Köll, das habe ich sogar schon gesagt. Wir haben darauf hingewiesen, dass es für die Militäroffensive der Türkei in Nordostsyrien keine völkerrechtliche Legitimation gibt und daraus auch die Konsequenz gezogen, da dieser Einmarsch in Nordostsyrien nicht mit dem Völkerrecht im Einklang steht, dass für uns auch vollkommen klar ist, dass die Türkei mit den Truppen, mit denen sie dort eingezogen ist, auch wieder herausgehen muss. Meine Damen und Herren, beim Kampf gegen den IS, und genau darum geht es bei dem Mandat, das wir heute verlängern. Dabei sind drei Dinge entscheidend. Ohne ein genaues Bild davon, wo sich der IS am Boden aufhält und wo er wieder erstarkt, werden wir die bisherigen Erfolge im Kampf gegen den IS nicht sichern können. Und daher ist es gerade jetzt ganz besonders wichtig, die Luftaufklärung bis Ende März nächsten Jahres weiterzuführen und sie dann in andere Hände zu übergeben. Zweitens, wir müssen alles dafür tun, dass der IS nicht erneut im Irak Fuß fasst. Das Land hat nach dem Ende der IS-Terrorherrschaft große Fortschritte erzielt, und davon kann sich vor Ort jeder überzeugen. Und der Irak spielt mittlerweile auch eine sehr, sehr ausgleichende Rolle bei allen Konflikten in der Region. Millionen Flüchtlinge konnten zurückkehren, und das wollen wir auch in anderen Regionen ermöglichen. Und unsere zivile Unterstützung im Irak hatte daran einen ganz besonderen Anteil, aber genauso auch der Aufbau von Fähigkeiten der irakischen Streitkräfte, und dieser Aufbau muss weitergehen. Und drittens, auch das muss gesagt werden, unser militärischer Beitrag und der Einsatz der Anti-IS-Koalition schaffen oft erst die Grundlage für das zivile Engagement, in dem wir uns dort engagieren. Humanitäre Hilfe, Stabilisierung, Versöhnung, all das braucht ein Mindestmaß an Sicherheit, und bedauerlicherweise ist die Lage dort so, dass dies auch militärische Sicherheit sein muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Tagen über das IKRK, das Welternährungsprogramm und den UNHCR geholfen, die 170.000 Vertriebenen in Nordsyrien so gut es geht zu versorgen. Und sollte die humanitäre Notlage anhalten, dann müssen wir auch bereit sein, weiterhin Unterstützung zu leisten und vielleicht noch mehr, als uns zurzeit zur Verfügung steht. Und meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Auch für diese Menschen wäre viel erreicht, wenn wir die Gefahr des IS ein für alle Mal bannen könnten. Denn die Menschen in Syrien und dem Irak fürchten kaum etwas so sehr wie eine erneute IS-Terrorherrschaft. Aber, und auch das gehört in diese Debatte, aber auch für unsere Sicherheit in Europa bleibt der IS eine Bedrohung. Und deshalb ist die Verlängerung dieses Mandates in unserem ureigenen Interesse. Herzlichen Dank. Und darüber debattiert der Bundestag, und anschließend wird namentlich abgestimmt. Ja, die Debatte über die Verlängerung dieses Bundeswehreinsatzes unter dem Einmarsch der türkischen Truppen in Nordsyrien und auch unter dem Eindruck des Vorschlages der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Einrichtung einer internationalen Sicherheitszone in Nordsyrien. In diesen Stunden trifft sich der NATO-Rat, und Verteidigungsminister Kramp-Karrenbauer, die wirbt heute bei einem NATO-Treffen
für ihren Syrien-Vorstoß. Also das wird sicher in der Aussprache auch jetzt noch verstärkt dann in den Blick genommen werden. Jetzt hören wir Gerold Otten für die AfD. Kein neuer Vorschlag übrigens. Bereits seit langem hat die AfD die Einrichtung einer UN-Schutzzone gefordert, sowie eine enge Einbindung Russlands bei der Frage über die Zukunft Syriens. Naja, wenn die persönlichen Umfragewerte im Keller sind, dann nutzt man eben jede Möglichkeit zur persönlichen Profilierung. Hier zeigt sich aber auch in aller Deutlichkeit die außen- und sicherheitspolitische Unerfahrenheit der Ministerin. Wie soll die Einrichtung dieser Zone eigentlich durchgesetzt werden? Die EU ist doch ohne Einfluss. Mit den NATO-Partnern will die Ministerin ja erst noch beraten, und Deutschlands politischer Einfluss ist durch jahrzehntelange Selbstverzwergung minimal. Zerstört von Außenpolitikern, die wie Propheten die ganze Welt retten und beglücken wollen, von einer Kanzlerin, die Deutschland zu einer Satrapie Brüssels machen will, und von Verteidigungspolitikern, die Deutschland wehrlos gemacht haben. Die USA haben sich mit ihrem Verrat an den Kurden und ihrem vorrangig innenpolitischen motivierten Abzug der US-Streitkräfte völlig diskreditiert. Dies ist auch der größte Fehler der Trump-Administration. Es ist aber auch das Ende jedweder Glaubwürdigkeit des Westens in der Region und nicht nur dort. Die Fehler des Westens aber sind die Stärke Russlands. Der Vertrag von Sotschi verdeutlicht die wahren Machtverhältnisse im Syrien-Konflikt. Russland macht Syrien zu einem Protektorat. Assad bleibt zwar an der Macht, ist aber nur die Marionette Putins. Und Erdogan wird für seine Aggression belohnt, denn die Türkei kontrolliert mit Russland künftig die besetzten Gebiete. Sie aber gaukeln mit ihrem Vorschlag nur Entschlossenheit vor, können letztendlich aber nichts anderes als diesen offenen Bruch des Völkerrechts zur Kenntnis nehmen. Letztendlich ist es eben so: Wer nicht gestalten will, bleibt Zuschauer, ist Amboss, wenn andere die Zukunft schmieden, wie schon Bismarck erkannt hat. Aber drei Dinge sehen wir nun klarer. Erstens, die Türkei stellt sich außerhalb des Völkerrechts und der Werte der NATO. Denn selbstherrlich, aus einer Position der Stärke heraus, nutzt sie das Vakuum, das der verräterische Abzug der USA hinterlassen hat. Zweitens, ist doch illusorisch zu glauben, eine totalitäre religiöse Ideologie mit militärischen Mitteln zerschlagen zu können. Der IS ist trotz Flucht einiger seiner Kämpfer keine direkte Bedrohung für unsere Sicherheit. Kontrollieren Sie endlich unsere Grenzen und klären Sie die Frage der Internierung von IS-Kämpfern in der Region. Das wäre eine verantwortungsvolle Politik. Und drittens, anerkennen Sie die realen Machtverhältnisse und gestalten Sie diese im deutschen Interesse. Nehmen Sie die diplomatischen Beziehungen zu Syrien wieder auf, beenden Sie Counter-Daesh und respektieren Sie die territoriale Integrität Syriens. Es zeigt sich heute, dass alle Interventionen des Westens im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings nur zu Instabilität, Unordnung und ständiger Entfachung neuer Konflikte geführt haben. Genau hier schließt sich der Kreis zur vorliegenden Mandatsverlängerung. Unter dem Vorwand einer Selbstverteidigung vor dem IS konstruiert die Bundesregierung die Legitimation für die Anti-IS-Koalition. Diese Koalition der Willen wird vorsätzlich mit einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit gleichgesetzt. Wir aber sind der Überzeugung, dass diese fallweisen Bündnisse ein UN-Mandat weder ersetzen können noch dürfen. Übertüncht wird dies alles durch die Zusammenlegung zweier unterschiedlicher Aufträge zu einem Mandat im März letzten Jahres. Im Irak Ausbildung und Beratung, von Jordanien aus Counter-Daesh mit Luftbetankung und Aufklärung über Syrien und Irak. Heute liegt uns hoffentlich zum letzten Mal diese sinnfreie Kombination zur Abstimmung vor. Übrig bleibt noch die Ausbildungsmission im Irak. Diese erfolgt aufgrund der, ich zitiere, fortgeltenden Bitte und des fortgesetzten Einverständnisses der Regierung des Iraks. Ziel sei es, die irakischen Streit- und Sicherheitskräfte zu befähigen und das nötige Umfeld für Versöhnung und Wiederaufbau schaffen zu können. Dagegen wäre unsererseits nichts einzuwenden, aber nur im Rahmen einer UN-Mission und nicht im Rahmen eines NATO-Einsatzes. Diese hat außerhalb ihres Bündnisgebiets ohne UN-Mandat keinen Auftrag. Meine Damen und Herren, überall, wo die Bundeswehr heute im Einsatz ist, heißt es, es gehe um die Sicherheit Deutschlands. Aber hier liegt genau der kardinale Unterschied zwischen uns und der Bundesregierung. Für die AfD stehen Auslandseinsätze im Range nach Landes- und Bündnisverteidigung. Auslandseinsätze sind aus unserer Sicht nur dann zweckmäßig und gerechtfertigt, wenn sie im Interesse Deutschlands liegen und in Systemen kollektiver Sicherheit erfolgen.
Doch genau das verweigert die Bundesregierung jetzt im Irak. Wir werden uns daher diesem außenpolitischen Alleingang nicht anschließen und eine Verlängerung des Mandats ablehnen. Vielen Dank. Sagt Gerold Otten für die AfD-Fraktion. Das Wort hat der Kollege Dr. Johann Wadephul für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lage in Syrien stellt uns dieser Tage vor drei Fragen. Erstens, was sind unsere Sicherheitsinteressen? Zweitens, was ist unsere internationale Verantwortung? Und drittens, was sind wir bereit zu leisten für unsere Interessen und unsere Verantwortung? Was in Syrien und Irak passiert, muss im Fokus unseres Sicherheitsinteresses stehen. Wir sind 2015 in diesen Einsatz gegangen, weil der sogenannte IS seine Anschläge in die Mitte unserer europäischen Städte trug. Wir haben gemeinsam mit einer einzigartigen Koalition den IS zurückgedrängt, aber weder ist er endgültig besiegt noch vernichtet. Es droht vielmehr sogar eine Rückkehrerproblematik, die der Herr Außenminister schon angesprochen hat. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gebieten unsere originären Sicherheitsinteressen, unsere deutschen, unsere europäischen Interessen, dass wir den Kampf gegen dieses verabscheuenswürdige Regime des IS fortsetzen. Und dies entspricht auch unserer Verantwortung. Wir sind die stärkste Nation Europas. Wir sind derzeit im Sicherheitsrat. Wir haben mit der Bundeswehr eine der stärksten konventionellen Streitkräfte der westlichen Welt. Und wir treten ein für Werte, Frieden und Stabilität. Wir haben uns in der Präambel verpflichtet, dem Frieden in der Welt zu dienen. Und das ist auch genau das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was unsere Partner und Freunde von uns erwarten, so wie 2015 Frankreich von uns. Und dieser Verantwortung müssen wir nachkommen, oder wir sollten uns aus der Weltpolitik verabschieden und uns auf dem Biedermeier-Sofa darauf warten, dass die Gefahren auf uns zukommen. Das ist keine Alternative. Nehmen wir unsere Sicherheitsinteressen ernst, nehmen wir unsere Verantwortung ernst, dann müssen wir handeln, müssen wir uns engagieren, diplomatisch, mit wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe, aber eben auch mit diplomatischen Mitteln, wenn es diese braucht. Und gegen den IS helfen bedauerlicherweise nur militärische Mittel, denn der IS kennt keine Diplomatie. Unser Engagement wird gebraucht. Was die Luftwaffe an Luftaufklärung, Luftbetankung nunmehr seit Jahren leistet, ist eben nicht so einfach von anderen Partnern leistbar. Und auch unsere Ausbildung, unser Training im Irak kann und will nicht jeder andere Partner machen. Und an dieser Stelle will ich die Chance nutzen, den Dank auszusprechen, den Soldatinnen und Soldaten in Jordanien und im Irak. Hochprofessionell, mit Hingabe, großem Einsatz leisten sie viel tolle Arbeit für unsere Sicherheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage erfordert es, dass wir dieses Mandat fortsetzen. Aber wir stehen zurzeit auch in einer weiterführenden Debatte, die um das Schicksal des Nordosten Syriens. Und auch hier gebieten es unsere ureigenen Sicherheitsinteressen, unsere internationale Verantwortung und die Erwartung und der Hilfsbedarf unserer Partner, was wir tun. Und wir müssen halt zur Kenntnis nehmen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich auf dem Rückzug befinden, ihre Verantwortung sozusagen als Weltpolizist, als wahrer westlicher Interessen nicht mehr wahrnehmen. Das kann man beklagen, das kann man bedauern, das muss man zur Kenntnis nehmen. Und man muss außerdem wissen, dass wir wohl keine Möglichkeit haben, unmittelbar die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer Änderung ihrer Strategie zu veranlassen. Deswegen ist es richtig, dass wir in Europa seit längerer Zeit, und die Debatte hat 2014 auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit Beiträgen des damaligen Bundespräsidenten, des Außenministers und unserer Verteidigungsministerin begonnen, dass wir als Deutsche wissen, wir müssen für derartige Krisen mehr Verantwortung übernehmen. Das ist die einzige Konsequenz, und dem sollte man nicht ausweichen. Und deswegen stehen wir jetzt vor einem politischen Prozess, den Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrer Initiative noch einmal angestoßen hat. Und es führt dazu, dass man Farbe bekennen muss. Es fängt an bei Herrn Erdogan. Um es klipp und klar zu sagen, wir haben eine Debatte hierüber geführt, ich will das unterstreichen, was der Herr Außenminister dazu gesagt hat. Das ist völkerrechtswidrig und, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, selbstverständlicher, was Afrin angeht. Nur wenn es Herrn Erdogan, wie er behauptet, nur um Schutz des türkischen Staates geht, dann muss er die Initiative von Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützen. Wenn er aber Land gewinnen will, wenn er annektieren will, wenn er Resettlement machen will, wenn er eine Zwangsumsiedlung von Syrern machen will, was wir niemals mittragen werden, dann wird er sie ablehnen. Und deswegen werden wir an der Reaktion aus Ankara sehen, was die Türkei wirklich will. Wir haben dazu eine klare Erwartungshaltung, und die sollten wir deutlich äußern, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und das gilt auch für Russland, dass wir an dieser Stelle nicht aus der Verantwortung entlassen, sondern auch Russland muss sagen, will es an dieser Stelle ernsthaft einen friedlichen Prozess, will es einen politischen Prozess, dazu bekennt es sich immer wieder. Aber das dürfen keine Lippenbekenntnisse bleiben, sondern wir erwarten jetzt, dass Russland diese Debatte auch im UN-Sicherheitsrat konstruktiv beteiligt. Und das könnte der Anfang dafür sein, dass Deutschland, dass Europa mehr Verantwortung übernimmt. Und deswegen war das eine gute Initiative und ist dieses Mandat, wenn wir es fortsetzen, auch ein guter Beitrag für mehr Frieden und Freiheit, nicht nur in jener Region, sondern auch für uns. Dankeschön. Sagt Johann Wadepohl für die Unionsfraktion. Ja, und die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ist heute bei dieser Debatte natürlich hier nicht im Plenum, denn in diesen Minuten treffen sich die NATO-Verteidigungsminister und die Verteidigungsministerin, die erläutert dort ihren Vorschlag einer internationalen Sicherheitszone für Nordsyrien. Dieses unwürdige Schauspiel ist bemerkenswert. Erster Akt. Der türkische Präsident lässt Truppen völkerrechtswidrig in Nordsyrien einmarschieren. Die syrische Armee macht sich auf den Weg, die USA auf den Rückweg. Alles auf dem Rücken der Kurden, wichtige Verbündete für den Westen im Kampf gegen den IS. Zweiter Akt. Die Bundeskanzlerin telefoniert daraufhin mit Herrn Erdogan eine Stunde lang. Beeindruckend. Herr Außenminister, Sie schweigen dazu tagelang. Heute haben Sie Ihre Sprache wiedergefunden. Noch beeindruckender. Dritter Akt. Der Auftritt der Verteidigungsministerin. Sie macht einen Vorschlag, den der Regierungssprecher kurz vorher noch dementiert, die Kanzlerin hinnimmt, das Auswärtige Amt erfährt es per SMS, wie SPD, CSU aus den Medien, und besonders bemerkenswert, die Abteilung Strategie und Einsatz im Ministerium, quasi das Herz des Verteidigungsministeriums, weiß offensichtlich nichts davon. Losgelöst, was eigentlich unsere Partner denken müssen, die auf Attaché-Ebene informiert werden. Meine Damen und Herren, dabei ist der Gedanke, die Initiative, nicht uninteressant, denn die Frage ist natürlich, wo steht Europa, wo steht Deutschland, auch in Fragen in Syrien? Und wir haben bereits vor 14 Tagen darauf hingewiesen, dass eine mögliche Sicherheitszone unter UN-Mandat Sinn machen würde und auf einer UN-Resolution aufbauend, wie hier dann im Bundestag entscheiden können, wie und mit welchen Fähigkeiten Deutschland sich daran beteiligen könnte. Und jetzt folgt Akt 4. Putin und Erdogan einigen sich. Die Türkei wird für ihren Einmarsch belohnt, denn die USA beenden prompt die Sanktionen. Und Assad reibt sich die Hände. Meine Damen und Herren, das ist besorgniserregend. Und das sage ich hier deutlich, wie die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt offensichtlich schwerelos agiert. Und heute bittet die Regierung den Bundestag um Zustimmung, den einzig wirklich substanziell militärischen deutschen Beitrag in dieser Region, nämlich den Einsatz deutscher Tornados, in 5 Monaten einzustellen. Genauso planlos wie das außen- und verteidigungspolitische Gebaren der Bundesregierung ist nämlich dieses Mandat. Es werden 2 Einsätze miteinander vermischt. Der Einsatz erfolgreich zur Luftaufklärung und Luftbetankung stationiert in Jordanien und die bilaterale Ausbildungsmission, die im Irak stattfindet. Bedauerlicherweise, ich betone es immer wieder, nicht mit der NATO, sondern parallel zur NATO. Das ist kein Multilateralismus, Herr Außenminister. Und heute die Einbringung dieses Mandats, kein Wort darüber, dass die von uns unterstützten irakischen Sicherheitskräfte auf ihre demonstrierenden Bürger scharf geschossen hat. Ich sage Ihnen, wir reden hier von über 150 Todesopfern. Und wenn, Herr Außenminister, wenn wir schon bilateral auf Bitten Bagdads eine Ausbildungsmission betreiben, dann erwarte ich von der Bundesregierung diesbezüglich eine klare Haltung und eine Ansage der irakischen Regierung gegenüber. Meine Damen und Herren, vor Ihnen liegt unser Entschließungsantrag. Von diesem haben wir diese Irrungen der Regierung mal geordnet. Erstens. Der Tornado-Einsatz wird in 5 Monaten nicht beendet. Er gehört gerade jetzt verlängert. Und zweitens. Die Ausbildungsmission im Irak wird in die NATO-Mission integriert. Wenn Sie das machen, sind wir dabei. Ich gehe davon aus, das tun Sie nicht. Sie wollen es anders, und deswegen lehnen wir, die Freien Demokraten, dieses Mandat ab.
So steht es zumindest nicht. Das hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann richtig erkannt im hier vorliegenden Antrag der Bundesregierung auf Verlängerung des Mandates, sondern Tornado, Aufklärungsjets, Militärausbildung, das ist zusammengefasst mit diesen unterschiedlichen Zeiträumen der Verlängerung allerdings. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, im Nahen Osten tobt ein geoblicher Machtkampf um Einflusszonen zwischen dem Westen und der Russischen Föderation. Und dieser geostrategische Konkurrenzkampf im Falle Syriens ist so bestimmend für die westliche Außenpolitik, dass sie nicht zaudert, Islamisten, kopfabschneidende Islamisten gegen die syrische Staatlichkeit zu unterstützen und etliche Säuberungen der türkischen Regierung gegen Kurden mindestens zu dulden. Entsprechend groß auch das Missfallen gegenüber dem völkerrechtskonformen Abkommen zwischen den Kurden und der syrischen Regierung. Die innersyrische Konfliktlösung unter Vermittlung Russlands ist für den Westen einfach nicht akzeptabel. Das wurde auch gerade aber deutlich bei den Ausführungen des Ministers. Und dieser geopolitische Wettkampf hat auch eine weitere Dimension erhalten, nämlich der Akteur Türkei. Die Türkei laviert zwischen der NATO und Russland. Das Erdogan-Regime spielt die NATO und Russland gegeneinander aus, um neo-osmanische Ziele, wie zum Beispiel die völkerrechtswidrige Besatzungszone in Nordsyrien, zu etablieren. Und das erfolgreich. Angesichts dieses Konkurrenzkampfes gibt es eine bescheidene Kritik an der Türkei seitens der NATO, der EU und auch der Bundesregierung. Ich würde sagen, eine reine Rhetorik. Realita hat die Türkei nichts zu fürchten. Im Gegenteil, die Bundesregierung hebt immer wieder hervor, auch Frau Merkel, hebt immer wieder hervor, man müsse ihr auch Verständnis für türkische Sicherheitsinteressen haben. Nur die Frage ist, wie legitim sind diese Sicherheitsinteressen? Haben die syrischen Kurden, hat Syrien die Türkei angegriffen? Nein. Umgekehrt wird es Schuh raus. Syrien wird nicht angegriffen. Syrien wird angegriffen durch die Türkei. Der Grund ist doch, dass die Türkei unter Erdogan verhindern will, dass das Selbstverwaltungsmodell in Nordsyrien ein Beispiel wird für die Kurden in der Türkei. Deshalb muss es vernichtet werden in den Augen der Türkei. Und die Bundesregierung tut nichts anderes, als diesen Aggressionskrieg der Türkei gegen Syrien und gegen die Kurden mit kruden Rechtfertigungserklärungen zu rechtfertigen. Und das ist unfassbar, sehr geehrte Damen und Herren. Aber warum tolerieren, unterstützt die NATO, die Europäische Union und auch die Bundesregierung die Türkei? Nun, die NATO macht sich selbst erpressbar dadurch, dass sie als Mitglied Türkei als unverzichtbar aufgrund strategischer Interessen deklariert. Dementsprechend kann die Türkei machen, was sie will. Die NATO bedauert es nur. Und die EU macht sich erpressbar aufgrund dieses schändlichen EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens. Das ist unfassbar, wie hier Politik mit der Türkei gemacht wird. Und immer wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden, da taucht Verteidigungsministerin AKK auf mit einer originellen Idee, wie sie glaubt, um ihrer Profillosigkeit etwas entgegenzusetzen. Wie versucht sie es? Die Verteidigungsministerin AKK fordert nun eine internationale Sicherheitszone, ganz neu natürlich die Idee, in Nordsyrien. Ohne Rücksprache mit der syrischen Regierung, ohne Rücksprache mit Verbündeten, ja nebenbei auch ohne Rücksprache mit dem Koalitionspartner, wahrscheinlich auch ohne Rücksprache mit der Kanzlerin, und blamiert damit die Bundesregierung vor der Republik. AKK gestattet großzügig, wie sie ist, den Russen ein Teil der Truppe zu sein in der internationalen Schutzzone. Das Problem ist nur, dass AKK nicht in der Lage ist und nicht versteht, wie die realen Machtverhältnisse sind in Syrien und im Sicherheitsrat. Deutschland, der Westen, hat keinen Einfluss in Syrien. Wir haben dort keine Aktien. Folge ist, dass das, was AKK vorschlägt, die Initiative, eine Nullnummer ist, ohne irgendwelche Folgen. Jeder blamiert sich halt so gut, wie er kann. Die Linke fordert hingegen endlich die Beendigung der deutschen Teilnahme am Anti-S-Mandat. Wir fordern ein umfassendes Rüstungsexportstopp und Genehmigungsstopp gegen die Türkei. Wir fordern von Ihnen, Frau Kanzlerin, dass Sie endlich das, was die Türkei in Syrien macht, als Völkerrechtsbruch deklarieren, und zwar auch in Afrin. Wir fordern die Bereitstellung der humanitären Hilfe für Kurden, andere Kriegsopfer in Syrien. Und wir fordern, dass die Bundesregierung das Abkommen zwischen den Kurden und der syrischen Regierung unterstützt und nicht torpediert. Vielen Dank. Alexander Neuwald ist für die Linken und er hat die Bundeskanzlerin direkt angesprochen, die hier der Debatte lauscht und auch bereits ihre Abstimmungskarte übrigens in der Hand hält. Ein blaues Kärtchen haben wir da gesehen. Natürlich Zustimmung der Verlängerung des Antrages, denn es wird namentlich abgestimmt, wie üblich bei Verlängerung von Bundeswehreinsätzen. Aber noch einige Redner haben wir zu dieser Debatte. Wir hören jetzt Tobias Lindner von den Grünen. Muss man jeden ernsthaft und jeden ernst gemeinten Vorschlag, wie man den Menschen dort helfen kann, gründlich prüfen. Und ich sage für uns Grüne ausdrücklich dazu, wenn es in der Vergangenheit denn ein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gegeben hätte,
Wir wären die Letzten, die sich verweigert hätten, nachzudenken, ob und wie Deutschland an dieser Stelle helfen kann. Aber nach dem, was wir gestern im Verteidigungsausschuss dieses Bundestages erlebt haben, nach den Fragen, die allen offen geblieben sind, nach dem Rumlavieren immer dann, wenn konkret wurde, muss man doch sagen, hier muss man ernsthafte Zweifel haben, ob diese Privatinitiative der Verteidigungsministerin wirklich ein ernst gemeinter Lösungsvorschlag ist. Wenn man doch wirklich international was bewegen will, dann kann man doch nicht so vorgehen, dass der Koalitionspartner, dass die CSU, dass die Öffentlichkeit, ja, dass sogar die eigene militärische Führung im Verteidigungsministerium aus der Presse davon erfährt. Und dass Verbündete erst heute irgendwie mal ins Gespräch genommen werden. Wer so vorgeht, dem geht es doch nicht um ernsthafte Problemlösungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und um es klar zu sagen, in diesen Tagen, an dieser Stelle, könnte Deutschland doch mehr tun gegen das völkerrechtswidrige Vorgehen der Türkei in Nordsyrien. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben die Richtlinienkompetenz in dieser Bundesregierung. Und was ist denn mit einem vollständigen Stopp von Rüstungsexporten? Was ist denn mit den Hermes-Bürgschaften, die Herr Erdogan so dringend braucht wegen seiner Wirtschaftskrise im eigenen Land? Wer das unterlässt, der hilft den Menschen in Nordsyrien nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in dieser Situation, meine sehr geehrten Damen und Herren, in dieser Situation legt die Bundesregierung jetzt ein Mandat zur Verlängerung vor, als sei nichts gewesen, als sei überhaupt nichts gewesen, als hätte Frau von der Leyen vor einem Jahr von diesem Pult nicht angekündigt, es sei die letzte Mandatsverlängerung. Als hätten wir nicht wieder ein Mandat, bei dem nicht wir Grüne, sondern das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn ihr mit der Bundeswehr im Ausland aktiv sein wollt, müsst ihr dies in einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit tun und nicht in einer Koalition der Willigen, so wie dies im Irak geschieht. Und Herr Kollege Wadephul, weil Sie jetzt über formale Argumente reden, mir ist unsere Verfassung kein formales Argument, sondern sehr lieb, um ganz ehrlich zu sein. Aber wenn Sie das nicht interessiert, will ich Ihnen ein politisches Argument nennen. Ich will Ihnen ein politisches Argument nennen. Diese Koalition gegen den IS, die ist doch gerade am Zerbrechen. Die Vereinigten Staaten haben zu Recht die Türken aus den Stäben rausgeworfen, aus den Kommandostäben, um zu verhindern, dass man irgendwie noch an Bilder oder Aufnahmen kommt, die in Nordsyrien helfen können. Und wenn man in so einer Situation, unabhängig davon, wie man inhaltlich dazu steht, wenn man in so einer Situation, wo man sich fragen muss, wie überhaupt der Kampf gegen den IS weitergehen soll in dieser Konstruktion. Wenn man dann so tut, als sei nichts gewesen, dann ist das nicht nur verantwortungslose Außenpolitik, dann ist das auch verantwortungslos gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die wir in diesen Einsatz schicken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und Herr Kollege, Sie haben ja auch so geendet, es wird von diesem Pult ja immer gerne gesprochen über die Verantwortung, die Deutschland in der Welt hat und wahrnehmen soll. Ja, auch wir Grüne sehen eine Verantwortung Deutschlands in der Welt. Wir sehen sie in zivilen Instrumenten, wir sehen sie in Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit. Ja, wir sehen sie in Teilen auch manchmal in der Situation, wo man einem Mandat zustimmen muss. Aber wer ernsthaft über Verantwortung Deutschlands in der Welt redet, liebe Kolleginnen und Kollegen, der darf nicht eine solch unabgestimmte und verantwortungslose Außenpolitik wie in den letzten Tagen betreiben. Herzlichen Dank. Tobias Lindner ist der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen und auch Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und er hat es angesprochen, die Verteidigungsministerin, die war gestern im Verteidigungsausschuss und hat erläutert ihren Vorschlag für eine internationale Sicherheitszone und hat gesagt, es braucht ein robustes Mandat der Vereinten Nationen. Aber für Tobias Lindner sind noch viele Fragen gestern offen geblieben. Florian Hahn jetzt für die Unionsfraktion. Islamistischen Rebellen und des syrischen Regimes. In den Kurdengebieten im Nordosten setzt die Türkei ihre Interessen völkerrechtswidrig durch. Quer durch das Land verlaufen verschiedene Fronten und die humanitäre Katastrophe wird immer größer. Und die Welt blickt auf Syrien und sieht ein Chaos, das immer unübersichtlicher wird. Und der große Nutznießer heißt Islamischer Staat. Im Schatten von Putins, Erdogans und Ersatzkrieg in Syrien kann der IS wunderbar wieder gedeihen. Er kann seine Kräfte neu formieren, seine Strukturen wieder aufbauen und zu alter Stärke zurückfinden.
Und das Wiedererstarken des IS ist so praktisch unausweichlich, und es bringt enormes Bedrohungspotenzial für Syrien, für die ganze Region und auch für Europa. Und deshalb müssen wir dringender denn je wissen, was da unten vor sich geht. Und das geht nur mit Aufklärung. Unsere Luftwaffe leistet einen fundamentalen Beitrag dazu, ein aktuelles Lagebild zu erstellen. Ohne dieses Lagebild wären wir blind für viele Entwicklungen vor Ort. Dadurch gewinnen wir Erkenntnisse über neue IS-Strukturen, und diese Informationen sind Gold wert. Und dadurch tragen wir zum Schutz unserer eigenen und der verbündeten Kräfte ebenso wie zum Schutz internationaler Hilfsorganisationen bei. Es steht also außer Frage, dass wir weiterhin der Bedarf an Aufklärungsfähigkeiten, dass die dort bestehen, ebenso wie an Betankungs- und Ausbildungsfähigkeiten, die dürfen wir nicht vergessen. Der deutsche Beitrag wird von unseren Verbündeten als kritisch für die Mission bezeichnet, da die bereitgestellten Fähigkeiten eine absolute Mangelressource darstellen. Unser Ausscheiden aus dieser Mission würde Lücken hinterlassen, die nicht zu kompensieren werden, und würden zu einer weiteren Entfremdung mit unseren engsten Verbündeten führen. Und zusammen bilden wir eine starke Koalition, aus der wir nicht leichtfertig ausscheren sollten. Leider scheint einigen die tiefe Schneise der Verwüstung, des Todes und des Leids, die der IS in den Irak und in Syrien geschlagen hat, teilweise schon in Vergessenheit geraten zu sein. Und dieses menschenverachtende Unrecht dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen alles daran setzen, dass es sich nicht wiederholt. Durch den Einsatz unserer Bundeswehr leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu. Wir sollten uns aber alle gut überlegen, ob es genug ist, was wir für Syrien tun. Während Russland, die Türkei und das syrische Regime gerade harte Fakten schaffen, steht Europa wie paralysiert daneben. Europa muss aber selbst eine stärkere Verantwortung in der Region übernehmen, für die Menschen in Syrien und nicht zuletzt auch für unsere Interessen in Europa. Und deswegen ist der Vorstoß der Verteidigungsministerin auf jeden Fall in die richtige Richtung gehend. Ich wünsche ihr und auch unserem Außenminister Maas bei den Gesprächen, die jetzt geführt werden, viel Glück und Erfolg. Und angesichts dessen, wie ernst diese Lage ist und wie ernst dieses Thema ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Kommentierung von einigen Kollegen hier, beispielsweise von Ihnen, Frau Strack-Zimmermann, das war, wo Sie sich auslassen über die Frage, wer wann telefoniert hat und SMS geschickt hat, wenn das das Einzige ist, was Sie bewegt, dann kann ich Ihnen sagen, war das Ihr kleinkrämerisches Schauspiel, das Sie heute hier in dieser Debatte abgeliefert haben und nicht die Bundesregierung. Wenn am Ende dieser Initiative und der Gespräche, die jetzt geführt werden, wenn diese helfen, den Konflikt zu befrieden, dann ist das jeden Schweiß der Edlen wert. Herzlichen Dank. Florian Hahn war das für die Unionsfraktion. Unterstützung aus der Unionsfraktion für den Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer für die Errichtung einer internationalen Sicherheitszone in Nordsyrien. Den erläutert sie in diesen Minuten bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Deswegen kann sie nicht hier sein. Und die Bundestags hier allerdings weist die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau im Moment darauf hin, weil sehr viele Abgeordnete hier in den Saal noch zusätzlich hineinkommen, da gleich die namentliche Abstimmung über das Mandat ansteht. Aber Petra Pau, die mahnt nochmal, dass man doch auch dem letzten Redner zu diesem Tagesordnungspunkt Gehör schenken möge, und bittet um etwas Ruhe, nämlich wir erwarten hier noch Roderich Kiesewetter als Redner hier in dieser Aussprache, als letzten Redner. So, jetzt gibt es noch mal den Blick in den Saal von Petra Pau. Ja, Sie sehen es eingefangen, dass viel Bewegung im Saal ist, weil man als Abgeordnete oder als Abgeordneter die Abstimmungskarten vor dem Saal in einzelnen Fächern einsammelt, gewöhnlicherweise. Und das führt in der Tat zu etwas Unruhe. Auch dort stehen noch Abgeordnete. Und es werden, wenn das bei den Linken auch so ist, betrübt mich das sehr, Kollegin Möhring. Ja, da werden auch schon mal einzelne Abgeordnete zurechtgewiesen.
So, und jetzt bitte ich noch den Geräuschpegel so einzustellen. Alle sollen sich setzen, bittet die Bundestagsvizepräsidentin, um hier dem letzten Debattenbeitrag zu diesem Tagesordnungspunkt noch genug Aufmerksamkeit zu schenken. Roderich Kiesewetter jetzt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere heutige doch sehr ernsthaft und fair geführte Debatte ist eingebettet in dramatische, sehr spannungsreiche Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Gerade die letzten zwei Wochen haben gezeigt, wie schnell wechselhafte Entwicklungen auch unsere innenpolitische Debatte beleben und wie sie uns zur Positionierung zwingen. Deshalb ist es auch hochwichtig, dass wir Beiträge leisten zu einem weiteren politischen Prozess in der Region. Und in diesem Sinne begrüßen wir den Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer für eine stärkere europäische Präsenz und für diese Initiative in der Region. Denn durch den Rückzug der USA, durch das Abziehen der YPG, durch die drohende Vertreibung der Kurden sind auch hunderte IS-Kämpfer aus der Aufsicht oder aus den Gefängnissen entlassen und entflohen. Und gerade Staaten wie Irak oder Jordanien haben zuletzt beim Besuch der Verteidigungsministerin, aber immer wieder auf diplomatischer Ebene auch gegenüber dem Außenminister deutlich gemacht, wie wichtig der Einsatz der internationalen Gemeinschaft gegen den Terror von IS und Al-Qaida ist. Und diese Bitten aus der Region sollten wir nicht abtun mit dem Klein-Klein, wie der ein oder andere Beitrag hier heute formuliert war, sondern, liebe Kolleginnen und Kollegen, über 70 Staaten der westlichen und der östlichen, der nördlichen und der südlichen Staatengemeinschaft haben sich zusammengefunden, diesen Terror dem Garaus zu machen. Und das sollten wir unterstützen mit einem klaren Bekenntnis für das Mandat. Und wenn wir auf das Mandat schauen, so haben wir lange gerungen in der Koalition. Wir haben die Obergrenze von 800 auf 700 reduziert, gleichwohl wir sie bisher auch gar nicht ausgenutzt haben. Und wir haben uns, zumindest der Koalitionspartner, sehr schwer getan, die Verlängerung der luftgestützten Aufklärung und der luftgestützten Betankung zu leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ich habe Respekt vor Ihren innenpolitischen Überlegungen. Aber unser Land, auch dank des Außenministers, dank der Bundeskanzlerin, haben wir einen Vertrauensvorschuss aufgebaut in dieser Welt. Einen Vertrauensvorschuss, wo sich diese Länder, wo sich unsere Partner auf unsere Fähigkeiten verlassen, wo sie sich darauf stützen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten Luftbetankung leisten, Aufklärung leisten, fern von ihren Familien und dafür Ehre einlegen für unser Land und für die Gemeinschaft, die gegen den IS kämpft. Und wir sollten deshalb in aller Demut bereit sein, in der Koalition und hier in diesem Hause zu beraten, dieses Mandat zu verlängern, wenn wir keine adäquaten Nachfolger finden. Wir brauchen die Luftbetankung, wir brauchen auch die Luftaufklärung und wir brauchen die Präsenz vor Ort. Und in diesem Sinne glaube ich, dass wir gerade als Bundesrepublik, die wir ausgehandelt haben, das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen, die wir die Peschmerga unterstützt haben, die wir auch mit Blick auf die Ausbildung im Irak Außergewöhnliches leisten, dass wir vor Ort auch politisch präsenter sein müssen. Die Rolle des Zaungasts und des guten Kommentators ist hilfreich für unsere politischen Stiftungen und für die Analytiker. Aber für die Menschen vor Ort brauchen wir Handlungsfähigkeit. Und in diesem Sinne werbe ich für das Mandat und bitte um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. So, Roderich Kiesewetter war das für die Unionsfraktion. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zum Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte, Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung fördern in Irak und Syrien. Mir liegt eine Erklärung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Eine zweite trifft gerade ein. Wir nehmen sie entsprechend unserer Regeln zu Protokoll.
Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.287 den Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 13.290 anzunehmen. Wir stimmen nun über die Beschlussempfehlung namentlich ab.